Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich darin hochklettern. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Denk nach, Amicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben. Jetzt die Laterne, schnell! Vielleicht kann ich sie in die verbarrikadierte Gasse locken und mit der Laterne da festhalten. Jetzt die Laterne, schnell! Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich darin hochklettern. Die Laterne, schnell!
Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Oh nein! Das war äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Bitte, es geht doch. Du schaffst das. Mein Gott, was ist hier passiert? Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Oh Gott, die Kranken, sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten, sie haben die Ratten. Ratten losgelassen! Helf! Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? So Wichtiges zu erzählen. Sobald ihr drüben in der Bastion... Das Odorus, ich könnte es versuchen. Glaubt mir, die machen Hackfleisch aus euch. Zu spät ist. Das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Alle anderen werden bald gerettet.
Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Wer hat mich da... Ja! Warum? Weil's für dich zu spät ist. Das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Genug. Sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein.
du? Es brennt in mir drin. Was soll ich tun? Ich... Was weiß ich? Wasser. Oh nein, trink das nicht. Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Hä? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Hier, Eindringlinge! Was soll das, Raumgehampel? Ha? Mit Spiel? Lass uns spielen! Ja, lauf nur! Das wird ein... Ich hab da drüben was gehört. Hier ist jemand! Hey, ihr da! Ich werde euch mal nie...
komme gleich. Steckt alle Viere fort. Hab ich euch endlich.
Was war das? Das Ja, endlich! Hier entlang, Großinquisitor. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Was zum Teufel machen die da? Scheiße. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens... Einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Verschlossen. Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen.
Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Keine Ratten. Merkwürdig. Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch, das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das Buch, das Sanguinis Itinera. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Was war das? Das war doch nicht, oder doch? Ich sehe, da drüben ist etwas. Verrückt, oder war das eine Peitsche? Hier! Thank you.
Wenigstens kommen die verfluchten Rechte. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopp. Was ist es? Was? Was war das? Ich werde angegriffen. Männer! Komm zurück!